Deutschland ist das Land der Vereine. Wir lieben den e.V. und deshalb finden sich auch über 620.000 eingetragene Vereine in der Bundesrepublik wieder. Wie zum Beispiel der Bad- und Kulturclub Belmoustache oder der Verein zur Verzögerung der Zeit. Interessengemeinschaften, die Menschen zusammenbringen, sind eine schöne Sache. Und genau das gibt es eben auch für die etwas einflussreicheren Leute aus unserer Gesellschaft. Politiker, Vorstände, Journalisten. Und wo der Schützenverein für ZDF-Moderator Klaus Kleber und Tagesthemenrückkehrer Ingo Zamperoni nicht mehr ausreicht, da fängt die Atlantikbrücke an. Die Atlantikbrücke ist einer der mächtigsten Lobbyvereine in Deutschland mit mehr als 500 Mitgliedern. Die Atlantikbrücke steht vordergründig für die Vertiefung deutsch-amerikanischer Freundschaft. Mit Champagnerglas in der Hand diskutiert man hier gerne über die Wichtigkeit der Russland-Sanktionen und die Unabdingbarkeit amerikanischer Vorherrschaft. Am besten sieht man das an den TTIP-Verhandlungen, der neuen militärischen Aufrüstung Deutschlands für NATO-Einsätze und der Vertuschung des NSA-Skandals. Die amerikanischen Drohnenmorde, gesteuert von der Ramstein Airbase in Stuttgart, verschweigt man hingegen gerne. Eine wichtige Verbindung innerhalb der Atlantikbrücke besteht aus Vertretern der deutschen Massenmedien, wichtigen Politikern und amerikanischen Geheimdienstvertretern. Kommen diese Mächte zusammen, dann hat das konkrete Folgen. Erstens, der demokratische Rechtsstaat wird umgangen. Und zweitens, die Gleichschaltung der deutschen Medien bei entscheidenden Themen führt zu erhöhter Unzufriedenheit und Unglaubwürdigkeit in der Bevölkerung. Diese Unglaubwürdigkeit gipfelt in dem allgemeinen Schlagwort Lügenpresse. Durch den Wegfall einer ernsthaften Diskussion ist zum Beispiel die Alternative für Deutschland, AfD, erst entstanden. Doch der Populismus in Deutschland wurde schon in den Jahren zuvor salonfähig gemacht. Wir schaffen das, alternativlos oder einfach nur eine Raute. Deutschland muss sich fragen, ob ein blindes Verfolgen amerikanischer Außenpolitik langfristig wirklich dem eigenen Vorteil dient oder ob es nicht Zeit wäre, wieder eine unabhängige Außenpolitik zu verfolgen. Doch wie soll diese Diskussion jemals stattfinden, wenn viele wichtige Zeitungs- und Fernsehredakteure in Deutschland Mitglieder in der Atlantikbrücke sind? Jörg Schönenborn, Fernsehdirektor WDR. Matthias Deiß, Korrespondent ARD Hauptstadtstudio. Kai Dickmann, Gesamtherausgeber der Bildgruppe. Ali Aslan, Moderator Quadriga, Deutsche Welle TV. Thomas Ebeling, Pro7 Sat1, Vorstandsvorsitzender. Mark Huja, Washington Bureau Chief, der Spiegel. Christiane Hoffmann, stellvertretende Büroleiterin Hauptstadtbüro, der Spiegel. Stefan Cornelius, Süddeutsche Zeitung, Leiter Ressort Außenpolitik. Juliane Schäuble, der Tagesspiegel, Leiterin Politikressort. Ein Vergleich aus dem Juli 2014 zeigt, wie so eine instrumentalisierte, deutschlandweite Medienkampagne zum Thema Russland-Sanktionen aussieht. Erstens Süddeutsche. Die EU muss ihre Drohung wahrmachen. Zweitens Tagesspiegel. Harte Sanktionen könnten Russland ins Wanken bringen. Drittens Bild-Zeitung. Ich schäme mich für unsere Ukraine-Politik. Viertens Spiegel. Ende der Feigheit. Dass man laut Atlantikbrücken-Jahresbericht 2014-2015 bereits am 2. Juli, also drei Wochen bevor die genannten Artikel erschienen sind, über die Sinnhaftigkeit von Wirtschaftssanktionen gegen Russland gesprochen hat, das ist sicherlich nur ein Zufall. Genauso sehr, wie es eine abstruse Behauptung wäre, man hätte den drei Wochen später stattfindenden MH17-Absturz zur Instrumentalisierung verwendet, um die vorher geplanten Sanktionen durchzusetzen. Der nächste Termin der Atlantikbrücke ist übrigens am 23. und 24. Mai in Washington DC mit dem wunderbaren Titel Towards the New Transatlantic Narrative, the German-American Partnership in Turbulent Times. Zu Deutsch, auf zu einer neuen transatlantischen Erzählweise, die deutsch-amerikanische Partnerschaft in schwierigen Zeiten. Es ist doch schön, wenn in Washington die neue transatlantische Erzählweise diskutiert wird. Die Atlantikbrücke ist gewiss nicht die einzige transatlantisch orientierte Denkfabrik hier in Deutschland. Es gibt unter anderem noch den German Marshall Fund oder zum Beispiel das Aspen Institute. Im Aspen Institute hat sogar schon unsere amtierende Bundeskanzlerin eine Rede gehalten. Damals im Jahr 2003 war schon klar, dass die Reise eher in Richtung Atlantik geht.
Ich glaube, dass nicht nur Europa auf Amerika angewiesen ist, sondern auch Amerika auf Europa. Auch Außenminister Steinmeier und Finanzminister Schäuble sind keine unbekannten Gesichter auf Veranstaltungen der Atlantikbrücke, wie hier auf der transatlantischen Konferenz zum 2+4-Jubiläum zu sehen ist. Können also diese privaten Stiftungen wirklich den politischen Diskurs mitbestimmen? Und warum sticht ausgerechnet die Atlantikbrücke so stark hervor? Fragen für Hermann Plopper, Autor des Buches Macher hinter den Kulissen. Die Atlantikbrücke ist nicht unbedingt der Monopolist für irgendwelche Diskurshoheiten in Deutschland. Sie ist ein Teil eines sehr fein gesponnenen Netzwerkes in Deutschland, was sozusagen in Arbeitsteilung gewisse Aufgaben der Politik unter sich aufteilt. Die Atlantikbrücke ragt hier heraus, weil sie in der Tat so etwas wie der Kern dieser ganzen Szenerie ist. Sie ist die älteste Gruppierung der transatlantischen Organisationen. Sie hat aber nur eine ganz bestimmte Funktion, nämlich sozusagen das, was die Amerikaner Socializing nennen. Und zwar die Eliten treffen sich dort und sie rekrutieren auch dort den Nachwuchs. Die Atlantikbrücke alleine könnte gar nichts bewirken, aber dadurch, dass sie sich viele, viele Arme in der Gesellschaft ausgebaut hat, ist sie mittlerweile sehr einflussreich. Sie selber sagen natürlich, sie sind leidenschaftliche Vertreter der parlamentarischen Demokratie. Sie meinen aber etwas ganz anderes als wir in Europa. Sie meinen Governance im Gegensatz zu Government. Das heißt, das Regieren an runden Tischen, das informelle Absprechen von Interessen an runden Tischen, wo nicht nur die demokratisch legitimierten Instanzen dann sozusagen beteiligt werden, sondern Konzernchefs oder auch ausgewählte Nichtregierungsorganisationen. Und das müsste zumindest in Deutschland erstmal diskutiert und verhandelt werden, bevor man das einfach so uns überstülpt. Es ist durchaus, Netzwerk braucht man immer. Das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Das Problem, was ich daran habe und viele andere Leute in Deutschland mittlerweile auch, Netzwerke müssen natürlich öffentlich sein. Sie müssen erkennbar sein für die Öffentlichkeit, damit man auch beurteilen kann, inwieweit sie jetzt auf Entscheidungen der Gesellschaft Einfluss nehmen. Natürlich, auch die Linkspartei ist aus Netzwerken hervorgegangen. Natürlich wird auch die Zivilgesellschaft, die freie Gesellschaft, die wir jetzt entwickeln müssen, Netzwerke dringend brauchen. Also es geht gar nicht gegen Netzwerke. Es geht darum, ob Netzwerke eben jetzt sozusagen in der öffentlichen Diskussion diskutiert werden, ob sie akzeptiert werden. Und das, bitteschön, müsste halt erstmal geklärt werden. Die Atlantikbrücke. Jetzt sind Kai Diekmann, Klaus Kleber und Joachim Gauck sicher kurz erschrocken. Aber warum eigentlich? Ist doch ein ganz normaler e.V., der versucht, eine Brücke zwischen den Völkern der USA und Deutschland zu bauen. Denn Brücken sind nicht einfach plötzlich da. Sie müssen kunstvoll entworfen, sorgfältig gebaut und ständig gepflegt werden. Denn Regierungsbeziehungen werden immer oder für gewöhnlich mit einem speziellen Ziel im Hinterkopf geführt. Und die Atlantikbrücke erlaubt es sich, in einer weniger steifen Art und Weise zu treffen und langfristige Ziele zu besprechen. Und so hat sich die Gründung vor 60 Jahren als Glücksfall erwiesen und wie keine andere nichtstaatliche Institution in Deutschland um die transatlantische Beziehung verdient gemacht. Lea war am Kupfergraben, denn wir wollten auch unsere Journalistin dort platzieren. In diesem unscheinbaren Haus befindet sich der Sitz der Atlantikbrücke e.V. Mitglied kann hier längst nicht jeder werden und wer hier Mitglied ist, das kann nicht jeder erfahren. Etabliert wurden Thinktanks wie die Atlantikbrücke ursprünglich nach Ende des Dritten Reiches, um einer jungen Demokratie auf den Weg zu helfen und die Propaganda der faschistischen Diktatur aus den Köpfen der Menschen zu bekommen. Eine solche Intervention darf natürlich nur eine Maßnahme auf Zeit sein. Bleibt ein solches Meinungsmonopol in einer gesunden Demokratie bestehen, droht es, genau diese Demokratie zu beschädigen und zu einer neuen Meinungsdiktatur zu werden.
Es ist daher kaum verwunderlich, dass die heutige Medienberichterstattung zu einer scheinbar homogenen Masse verkommen ist, wenn das Who is Who der deutschen Leitmedien in eben solchen transatlantischen Bündnissen und Thinktanks verordnet ist. Haben Sie schon mal was von der Atlantikbrücke e.V. gehört? Nee. Ich habe noch nie von der Atlantikbrücke e.V. gehört. Ich kenne den Atlantik, da bin ich schon rübergesegelt. Aber eine Brücke passt nicht von rechts nach links. Denken Sie, dass Journalistinnen, die in solchen Bündnissen organisiert sind, noch unabhängig und neutral berichten können? Kann ich mir eigentlich schwierig vorstellen. Was meinen Sie, warum die meisten Journalistinnen versuchen, ihre Mitgliedschaft geheim zu halten? Na, wenn sie was geheim halten, dann ist es ihnen peinlich. Dann muss irgendwas daran nicht stimmen. Ja gut, wenn man in so einem Gremium organisiert ist, sollte man das mit Sicherheit auch publik machen. Von der Atlantikbrücke wollte niemand mit mir sprechen. Aber ich räume jetzt mal mit einem Paradigma auf. Neutral sind Journalistinnen nicht, denn wir sind Menschen und Menschen haben eine Meinung. Aber wenn Journalistinnen in Parteien oder Bündnissen oder solchen Thinktanks organisiert sind, dann müssen sie das klar nach außen hin kommunizieren, damit man ihre ideologische Ausrichtung auf jeden Fall auch klar erkennen kann. Warum zu bestimmten transatlantischen Themen Konsens zwischen so unterschiedlichen Parteien und so unterschiedlich positionierten Medien herrscht, im Gespräch mit Hermann Plopper, Politologe und Publizist. Herr Plopper, warum geben die Politiker und Journalisten die Mitgliedschaft in der Atlantikbrücke oder ähnlichen Vereinen so ungern zu? Naja, zum einen würde es natürlich vielleicht in der Öffentlichkeit nicht Akzeptanz finden, wenn man merkt, dass zum Beispiel Politiker in unterschiedlichen Parteien sind, aber alle in diesem Eliteverein sind. Das Cem Özdemir gemeinsam mit Ruprecht Polenz und anderen Herrschaften von der CDU zusammensetzt oder SPD-Politiker und dieselben Leute, die sich im Parlament vielleicht ganz kontrovers unterhalten oder sich streiten, sind dann in dieser Gruppe zusammen und herauskommt natürlich auch nach außen hin dann eine gewisse Diskrepanz der Meinung, aber in den grundlegenden Überzeugungen zum Beispiel, dass es zur Anlehnung Deutschlands an die USA keine Alternative gibt, ist dann von fast allen Parteien im Bundestag dann derselbe Chor zu hören, aber mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Der Unterschied ist vielleicht gerade mal taktischer Art. Das bringt natürlich gleich die nächste Frage auf. Wie Sie schon gesagt haben, dass zum Beispiel in transatlantischen Themen, wie zum Beispiel Bundeswehreinsätzen, die Politik und die Medien oft eigentlich ganz derselben Meinung sind, mehr oder weniger, ganz im Gegenteil zur öffentlichen Meinung. Ja, das ist eine große Diskrepanz, die es da gibt. Man weiß ja, dass bis zu 2/3 der Bevölkerung eine Distanz wünschen zwischen den Machtblöcken dieser Erde, also USA, Russland, China. Das kann man aber irgendwo nicht machen. Die Agenda dieser transatlantischen Netzwerke geht eindeutig dahin, Deutschland unkündbar mit den USA zu verschweißen. Und Deutschland ist dabei als Juniorpartner gesehen. Und das ist sozusagen nach dem Motto, getrennt marschieren, vereint schlagen. Man verteilt sich über diverse Multiplikatoren, über Zeitungen. Der Medienforscher Uwe Krüger hat das ja in seiner hervorragenden Doktorarbeit endlich einmal wissenschaftlich solide dokumentiert, wie das funktioniert. Also es kommt daher, dass es so eine Art von Kaderschulung heutzutage gibt. Es werden hoffnungsvolle Nachwuchstalente kooptiert, wie man das dort nennt. Also die führenden Personen sind dann dabei, die Menschen, junge Leute, junge Nachwuchstalente zu gewinnen für die transatlantischen Netzwerke, und denen wird dann nahegebracht, dass sie karrieremäßig dann doch schneller vorankommen, wenn sie dort mitmachen. Das ist mittlerweile eben wissenschaftlich dokumentiert, auch der Gleichklang bei ganz unterschiedlichen Presseorganen, der sich dann ergibt, wenn aus dem Young Leaders Programm der Atlantikbrücke zum Beispiel hoffnungsvolle neue Journalisten dazukommen. Sie sind dann für diese Leute ist selbstverständlich, das Paradigma der transatlantischen Anbindung an der USA ist alternativlos. Und dieser Gleichklang
ist dann ja sozusagen auch ökonomisch vergoldet. Die langjährige Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, Beate Lindemann, hat das mal auf den schönen Begriff gebracht, man kann mehr erreichen, wenn man nicht in der Öffentlichkeit arbeitet. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Plopper.